Musik aus jüdischen Gottesdiensten. Klagelieder, Gebete, Lobeshymnen. Mit Herzblut vorgetragen von Assi Schwarz aus Israel und dem Rias Kammerchor Berlin. 700 Menschen, Juden, Christen, Muslime, lauschten gestern Abend dem Eröffnungskonzert von Achava im Erfurter Dom. Das jüdische Konzert in einer katholischen Kirche steht symbolisch für das Anliegen des Festivals, weiß Josef Schuster, Vorsitzender des Zentralrats der Juden und Schirmherr. Es sollte bewirken, dass man sich unabhängig von der Religion, unabhängig von der Herkunft, als Menschen auf Augenhöhe begegnet, den Mensch in seiner gesamten ethischen Werten erkennt und eben, Stichwort Ahava, brüderlich miteinander umgeht. Das schließt auch den Islam ein. Der Vorsitzende der Muslime in Deutschland hat große Erwartungen an das Festival, das anderthalb Wochen andauert. Barmherzigkeit, Frieden zwischen den Völkern und den Menschen zu stiften, das gehört und das ist die edelste Aufgabe angesichts der Verwerfungen hier in unserem Land, Flüchtlingsströme und so weiter, angesichts der Kriege, die wir weltweit erleben, ist das eine ganz, ganz wichtige, ist die zentrale Botschaft schlechthin und die tragen die Religionen, es tragen aber Menschen allen guten Willens über hoffentlich die Landesgrenzen Thüringen hinaus. Das Erfurter Heizwerk, ein bislang wenig genutztes Industriegebäude, ist Dreh- und Angelpunkt des Festivals. Viele der 27 Veranstaltungen finden hier statt. Diskussionsrunden zu den Krisengebieten der Welt, Gespräche mit Überlebenden des Holocaust und Konzerte. Feiern, reden, streiten, das Konzept will ein breites Publikum ansprechen. Achava soll kein Festival sein, wo man denkt, elitär, irgendwie ne, sehr verkopft, sondern wir wollen vor allem natürlich auch hier im Heizwerk mit Musik aus der ganzen Welt die Menschen erreichen und sagen, lasst euch ein, hört zu, kommt, hört Musik aus Israel, aus Großbritannien, aus dem Iran, aus dem Jemen. Also Dinge, die vielleicht uns noch fremd sind, aber sie sollen neugierig machen. Bis zum 6. September kann jeder auf Entdeckungsreise gehen, Karten sind noch zu haben. Denn wer das andere kennt, braucht sich nicht zu fürchten.